Luke, herzlich willkommen bei Nutte Trash Talk. Ich habe noch keinen der anderen Jungs gefragt, aber machst du eigentlich gerne Trash Talk? Hast du ihn gerne gemacht zu JBL, NBBL-Zeiten? Nee, also ich war nie der große Trash-Talker. Natürlich, wenn ein Gegenspieler irgendwann mal was sagt, so dann sagt man was zurück, aber ich hab nie angefangen. Hast du es mal geschafft, dass, wenn das jemand gemacht hat, ihn danach im 1 zu 1 zu schlagen und dann einfach einen Blick zuzuwerfen? Ja, das war sogar die Saison einmal in einem Regio-Spiel, dass mir das passiert ist. Mittlerweile rede ich auch teilweise gar nicht mehr. Aber wenn man sowas dann schafft, also das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl. Jetzt ist ja Sommer und du kommst gerade von einer weiteren individuellen Trainingseinheit. An was und mit wem arbeitest du gerade? Wo willst du besser werden? Ich arbeite mit Marius Graf viel an einfach allem möglichen Ballhandling, Wurf, einfach individuell auf dem Spielfeld besser werden und dann viel Krafttraining machen, wirklich jeden Tag nutzen, da körperlich besser zu werden, weil ich glaube, das ist noch eine meiner größeren Schwächen. Unser letztes Spiel, das liegt jetzt gut 2 Wochen zurück. Mit welchen Erinnerungen denkst du an dieses Final Ten zurück? Erstmal, das Erste, was mir einfällt dazu, ist, dass es sehr, sehr gut organisiert war, das ganze Turnier, dass CBBL dann wirklich sehr guten Job gemacht hat. Für das letzte Spiel war natürlich, wir sind mit 4 Niederlagen reingegangen, aber auch mit 2 Leuten, die verletzt waren, haben wir nochmal alles gegeben, was mich sehr gefreut hat, dass wir da nochmal so eine Leistung zeigen konnten. Und ich glaube, wir gehen damit mit guten Erinnerungen auf jeden Fall aus dem Turnier. War dir das auch ganz wichtig, dass man mit diesem positiven Erlebnis, mit einem Sieg, eine Saison beendet? Auf jeden Fall. Ich glaube, niemand will mit einer Niederlage eine Saison beenden. Auch wenn man in den Playoffs dann zum Beispiel eine Serie verliert, ist das natürlich immer ein bisschen traurig. Deswegen glaube ich, dass das für uns alle sehr gut war. Jetzt gab es ja abseits der Spiele, Trainings auch eben noch reichlich Zeit, die man auch noch verbringen musste in dem Hotel in München. Philipp hat bereits erzählt, dass er viel Tischtennis gespielt hat. Hat sich auch im Golfsimulator probiert. Wo lagen deine Interessen und deine Stärken in der Playground Area? Auch beim Golf. Ich habe mir ein bisschen was von Max oder auch von TJ Bray abgeguckt, bisschen da was gelernt. Auch Tischtennis relativ viel und dann viel Karten gespielt. Ich weiß, du spielst aber auch gerne Videospiele. Habt ihr das dort auch gegen andere Clubs, andere Spieler gemacht oder dann eher auf dem Zimmer? Wir haben es tatsächlich gemacht, auch Philipp und ich zusammen. Wir haben mit Bruno Vricic von Frankfurt haben wir gezockt, auch auf dem Zimmer, aber ja, das war so das einzige Mal, wo wir gegen jemand anderes gespielt haben. Du bist jetzt seit gut 2 Monaten 18 Jahre alt. Du darfst Auto fahren. Durch die Corona-Pandemie hat sich das ein bisschen verzögert mit dem Führerschein machen. Vorher hat man dich ja ganz oft fast ausschließlich auf dem Fahrrad gesehen, bei Wind und Wetter. Wie wirst du das in Zukunft handhaben? Steht das Fahrrad jetzt schon oder liegt es schon in der Ecke? Ja, ist so halb. Also ich benutze sehr gerade sehr viel das Auto, weil ich halt auch viel in Quartenbrück gerade bin und da bin und mit Fahrrad aus Quartenbrück herfahren ist, glaube ich, ein bisschen anstrengend und ein bisschen lange. Deswegen benutze ich gerade viel das Auto. Die Zukunft ist auch das Stichwort in Bezug auf dich als Basketballer. Was stellst du dir vor? Wie soll es jetzt weitergehen? Du hast schon gesagt, du möchtest an deinem Körper arbeiten, an deinem Wurf arbeiten. Von wem bekommst du Rückmeldungen? Hat man da so einen Karriereplan als ja noch junger Spieler? Macht man das immer Step by Step? Wie muss man sich das vorstellen? Also mein voller Fokus liegt gerade einfach erstmal auf der Zeit, also die Zeit nutzen, die wir jetzt haben bis zur nächsten Saison. Wir wissen ja nicht, wann es wieder losgeht. Einfach jeden Tag nutzen, das Beste raus zu machen, das Meiste rauszuholen. Und dann, sobald man weiß, wie es weitergeht mit dem deutschen Basketball, dann zu gucken, wo es hingeht oder was passiert. Du wärst ja auch in diesem Sommer alles andere als nicht busy gewesen. Im April hätte schon das Albert-Schweitzer-Turnier stattfinden sollen. Jetzt die Europameisterschaft. Das AST hast du ja schon mal gewonnen. Jetzt fällt das aus. Jeder weiß, was das für junge Basketballer bedeutet, so ein Turnier. Schmerzt das sehr? Es ist nicht gerade cool, wenn man weiß, dass man nicht oft die Gelegenheit hat, in Deutschland zu spielen, vor heimischen Fans, mit heimischem Support. Das tat mir ein bisschen weh. Also ich habe mich sehr darauf gefreut, auf das Albert-Schweitzer-Turnier, weil man weiß, dass immer eine super Atmosphäre ist und die Fans wirklich mitfiebern. Deswegen ist es auch ein bisschen traurig für die Leute, die eigentlich eingeladen wurden, dass sie dieses Turnier vielleicht nicht spielen. Ich weiß, dass es nächstes Jahr nachgeholt wird, aber
mal gucken, wer dann noch wie dabei ist. Aber es war schon, ja, also nicht wirklich cool, dass das leider abgesagt werden musste. Du warst Teil der Mannschaft, die dann zum zweiten Mal für Deutschland das Turnier gewonnen hat. Wachsen da so goldene Generationen heran, wie man es mal Fußball gerne nennt? Weiß ich nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, wie Leute zusammenbleiben, welche Teams dabei rumkommen. Ob man jetzt in 5 Jahren wieder das gleiche Team sehen wird, wie vor 2 Jahren beim Albert-Schweitzer-Turnier irgendwo in der A-Nationalmannschaft, das weiß man nicht. Und dann wird halt darauf angemessen, wie die abschneiden. Also man kann jetzt, glaube ich, schlecht sagen von einem Turnier, dass es vielleicht eine goldene Generation ist. Du bist ja seit Jahr und Tag in den U-Nationalmannschaften unterwegs. Und diese Saison hast du bei Rasta gespielt, in der BBL, in der Champions League, im Farmteam und auch noch für die Young Rasta Dragons in der NBBL. Bist du vor dem Wochenende manchmal aufgewacht und hast gedacht, okay, was muss ich jetzt wo, mit wem, welchem Trainer besprechen? Ja, also es war natürlich, man musste viel kommunizieren mit allen Trainern, weil es natürlich auch viele verschiedene waren, wo man jetzt dabei ist, was man spielt, bei welchem Team man mitfährt oder doch hier bleibt und bei einem Heimspiel dabei ist. Ist alles schon kompliziert gewesen teilweise, aber noch zu handhaben gewesen. Ja. Ist es dann körperlich anstrengend oder ist einfach die Vorfreude darauf, viel Einsatzzeit zu bekommen, im Farmteam zum Beispiel, da auch Leistungsträger zu sein, überwiegt das einfach und hat man dann so richtig Lust drauf? Ja, also immer, wenn ich weiß, okay, heute ist ein Spiel, wo ich viel spielen werde, wo das Team mich auch braucht, gehe ich extra motiviert rein. Ich meine, ich gehe in jedes Spiel sehr motiviert, aber ich glaube, bei solchen Spielen ist man immer noch ein bisschen mehr, auch ein Stück aufgeregt, weil man weiß, okay, Leute erwarten einem was von einem. Und ja, deswegen glaube ich, dass das auch für mich zumindest sehr, sehr gut war. In der BBL und im Europapokal hast du nicht so viele Minuten gesehen, aber du warst immer sehr aktiv. Du bist auf der Bank einer, der jeden pusht, immer anfeuert, sich mitfreut mit denen. War das so auch deine Rolle, die du dir dann selber mitgegeben hast? Oder ist es einfach, kommt es aus dir selbst heraus, dass du einfach sagst, ey, ich freue mich einfach für die Jungs? Ja, es ist nicht eine Rolle, die ich mir, glaube ich, selber mitgegeben habe. Es ist natürlich auch erst entstanden, dass ich nicht so viel gespielt habe, aber trotzdem versuche, dem Team irgendwie zu helfen. Ich hoffe, dass es natürlich auch jeder so wahrgenommen hat. Und über die Jahre jetzt ist es halt auch so entstanden, dass ich einfach will, dass das Team gewinnt. Aber ab und zu geht es mir nicht um die eigenen Leistungen, es geht mir dann auch ums Team, besonders wenn man jetzt so ein Spiel sieht wie gegen Braunschweig diese Saison, wo wir dann noch aufgeholt haben im letzten Viertel, merkt man auch einfach, dass das Team von jemandem einen Push braucht. Und wenn dann noch die Fans dabei sind, dann fühlt man sich schon wie ein Teil und glaubt man, dass man da auch mitgeholfen hat, auch wenn man jetzt nicht aktiv auf dem Spielfeld stand. Im Spiel um Platz 9 jetzt gegen Crailsheim beim Finalturnier, da hast du ja mit 11 Punkten, 3 Dreier und einem Effizienzwert von 25 neue persönliche BBL-Bestleistungen aufgestellt. War das so genau der richtige Moment, um auch sehr positiv dann das Ganze abzuschließen? Du hast ja eh schon gesagt, ein Sieg war wichtig, aber dann nochmal so zu spielen? Ja, klar, also für mich war dieses Turnier natürlich eine sehr, sehr große Chance, besonders bei diesem kleinen Kader und dann ist Josh noch ausgefallen, zu zeigen, dass ich auf diesem Level spielen kann, dass ich dem Team helfen kann und mit solchen Performances dann ja, damit geholfen habe. Das war für mich schon sehr, sehr wichtig, besonders nach dieser Saison, wo ich ja davor nicht viel Spielzeit gesehen habe, hat mir das sehr viel Selbstvertrauen gegeben auch. Wir haben es vorhin angesprochen, du bist 18 geworden, dein Profidebüt hast du bereits mit 15 Jahren hier für Rasta gegeben, 4. November 2017. Das war ein Heimsieg gegen Nürnberg. Die Nürnberg Falcons in der Pro A. Du hast auch gleich 2 Punkte gemacht. Das war damals. Was soll in 2021 passieren? Was stellst du dir vor? Also unabhängig jetzt von persönlicher Entwicklung, was willst du erreichen? Konstante Spielzeit, also konstant auf einem hohen Level zu spielen. Nicht unbedingt dem Farmteam helfen zu müssen oder dabei sein zu müssen, sondern mich als Spieler auf einem hohen Level zu etablieren. Alles klar, dafür viel Erfolg. Danke, Luke. Danke.